Okay, der Plan lautet also im Grunde hier herumzuschleichen, Hessenkos Laterne zu finden und sie zu zerstören. Da sind eine Menge Leute im Anwesen. Johannas Abendgesellschaft. Wenn sie sich unter die Gäste gemischt hat, wird sie uns entdecken. Aber zum Glück haben wir ja jemanden, der als Bediensteter durchgehen könnte. Denkt ihr nicht, er könnte vielleicht auffallen? Es wird dort noch andere untote Bedienstete geben. Ich wäre äußerst überrascht, wenn Johanna ihn wiedererkennen würde. Wisst ihr, sie hat Manfreds Klugheit nie wirklich zu würdigen gewusst. Also gut, Manfred, du begibst dich zu Johannas Gästen und hilfst uns dabei, Informationen darüber zu sammeln, wo sich ihr Arbeitsraum befinden könnte. Wir behalten dich im Auge, nur falls irgendetwas passiert. Irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Sobald wir Johannas Laterne gefunden und zerstört haben, werden wir dem, was auch immer sie plant, ein Ende machen. Hoffentlich bevor ihre Gäste Bekanntschaft mit der Laterne machen. Manfred sollte jetzt genug Zeit gehabt haben, sich als Bediensteter unter die Leute zu mischen. Suchen wir uns drinnen einen Ort, von dem aus wir ihn beobachten können. Möglichst ohne aufzufallen. Natürlich. Suchen wir uns einen anderen Eingang. Johannas letzte Gäste müssen bereits eingetroffen sein. Hier sind viele Leute. Hessenkos muss vorhaben, mit der Laterne ihre Seelen zu entziehen. Und was dann? Noch mehr Untote erwecken, möchte ich wetten. Aber keine normale Wiederbelebung erfordert so viel. Klingt, als würde die Feier in diesem Hauptsaal stattfinden, in dem wir Hessenkos gestellt haben. Perfekt. Wir können Manfred dort von den Balkonen aus unauffällig im Auge behalten. Und rausfinden, ob Hessenkos die Laterne bei sich hat. Da ist Manfred. Und Johanna. Aber keine Laterne. Also, ihr hattet etwas über einen Schrein im Anwesen gesagt. Ja, einen Schrein, beschrieben in einem Spektralfolianten, den ich als Experte lesen könnte, wenn mich unsere Gastgeberin nur in die Bibliothek ließe. Ein Ahnenschrein. Ich könnte die dortigen Verstorbenen fragen, wo sich Johannas Laterne befindet. Okay, wenn uns ein Buch zu diesem Schrein führen kann, sollten wir wohl mal die Bibliothek aufsuchen. Ich warte nur noch auf die... Die Bibliothek ist östlich von hier, richtig? Der Ort, an dem wir Hessenkos Portal ins Nichts geschlossen haben. Ja, warum ist sie zurückgekommen? Johanna muss hier eine versteckte Werkstatt haben. Wahrscheinlich hat sie dort vorbereitet, was immer sie mit der Laterne stärken will. Oh, Leichen! Johannas Kreaturen, wir müssen sie rasch ausschalten. Johanna hier mehr Wachen postiert hat. Vielleicht wollte sie ihren Gästen ja keine Angst machen. Naja, sehen wir uns nach diesem Buch um. Wir müssen rausfinden, wo der Ahnenschrein ist. Ah!
könnte, ist das hier... Das Buch hat mich gerade angeknurrt. Ah, da ist ja unser Spektralfoliant. Gut gemacht. Ach, er lässt sich nicht öffnen. Doch, bestimmt. Es erfordert einfach nur ein wenig Feingefühl. Dieser eine Gast hat doch behauptet, der wäre Experte für Spektralliteratur. Und er hat sich für den Schrein interessiert. Lassen wir ihm das Buch durch Manfred zukommen und warten ab, was er sagt. Hast du etwa auf uns gewartet? Manfred, bring dieses Buch bitte dem Mann, der nach dem Schrein gefragt hat. Nur keine Sorge. Wir behalten dich vom Balkon aus im Auge. Was haben wir denn hier? Den Spektralführer durch das Schwarzdorn-Anwesen? Ganz ruhig. Ich will nur eine Sache nachschlagen. Wusste ich's doch. Es gibt im Nordwestflügel tatsächlich einen Ahnenschrein. Perfekt. Machen wir uns auf den Weg zum Schrein. Ja! Die Verstorbenen dort dürften uns bei der Suche nach Johannas Laterne überaus hilfreich sein. Dieser Weg führt uns zum Schrein. Warum sind so viele Leute zu Hessen Kostfeier gekommen? Wegen des Essens? Hm, es riecht wirklich ziemlich gut. Waren es Leichen? Haben Leichen dieses Essen gemacht? Selbstverständlich nicht. Leichen bereiten niemals Speisen zu. Die Gefahr der Verunreinigung durch ausgetrocknete Haut ist einfach zu groß. Okay. Gut. Jegliche Essenszubereitung wird von Skeletten gehandhabt. Oh, kommt schon! Der Schrein ist verschlossen. Wir müssen einen... Manfred? Was hat er da? Ist das ein Schlüssel zum Schrein? Ausgezeichnet, Manfred! Du meine Güte! Einem Zeitalter des Sturms präparierter Leichnam aus dem Haus der Wehrheims! Es ist bezaubernd, wie sehr euch solche Dinge begeistern. Das ginge doch wohl jedem so, mein Schatz. Bei einem derart außergewöhnlichen Fund. Es wird Zeit, Hessenkoss aufzuspüren. Er gehört ganz euch, Emmerich. Bei Flamme und Siegel, bei Licht und Flut, öffnet erneut eure Augen. Wer wagt es
meine Ruhe zu stören. Freunde der Toten. Freunde, dieser hier wurde zurückgelassen. Vergessen. Emmerich, er macht zu viel Lärm. Er ist ungewöhnlich störrisch. Sprecht! Wo ist Hösenkoss? Beweist euch! Welchen Anspruch habt ihr auf die Verstorbenen? Ein bereitwilliger toter Gefährte. Nun gut. Hösenkoss erschafft etwas, das nicht sein darf. Roter Wandbehang. Such dort. Habt ihr das gehört, Rook? Manfred hat... Ich weiß, aber wir sollten gehen. Oh, er kann sprechen. Manfred, sag noch etwas anderes. Ach, komm schon. Du hast doch gerade eben etwas gesagt. Wir müssen weiter. Ja, ja, natürlich. Tote. Das ist Johannas Werk. Wir sind auf der richtigen Spur. Also gut. Wo ist dieser rote Wandteppich? Diese Wand sieht... Eine Geheimtür. Manfred, könntest du dich bitte hindurchzwängen und die Tür von der anderen Seite öffnen? Aha! Ich wusste, ich habe es mir nicht mal eingebildet, dass er gesprochen hat. Wieso kann Manfred plötzlich sprechen? Er begann als ein Irrlicht, das dasselbe verkörperte wie die meisten Irrlichter. Wissbegierde. Mir war zwar bewusst, dass er außerhalb der Nekropole schnell dazugelernt hat, aber dieses Maß an Komplexität ist wirklich bemerkenswert. Okay, er redet also, das ist schön. Es ist mehr als nur schön, Tash. Es ist eine gewaltige Leistung. Na dann, freut mich für ihn. Es ist gut und überhaupt nicht schräg. Gute Arbeit, Manfred. Hoffen wir mal, dass das wirklich der Weg zur Hessenkost-Laterne ist. Ja, ich will mir gar nicht ausmalen, was sie damit vorhat.
Hannas Arbeitsraum kann nicht mehr weit sein. Was ist das da hinter der Wand? Ach du meine Güte! Ist echt groß. Ich dachte mir schon, dass ihr und eure kleinen Freunde euch auf meine freie Schlacht haben. Johanna! Selbst als Halblicht könnt ihr etwas derart Gewaltiges unmöglich kontrollieren. Dieses Leuchten an dem Skelett da oben, das ist Hessenkos Laterne. Sie wird das in ihr gespeicherte Leben nutzen, um diese Monstrosität wiederzuerwecken. Schnell, wir müssen diese Laterne erreichen. Das waren ganz schön viele Untote. Betrauert doch auch gleich noch das Holz, das bei einem Freudenfeuer verbrannt wird. So langsam verstehe ich. Nicht zu fassen. Johanna hat eine Kammer aus der großen Nekropole gestohlen und sie unter das Schwarzdorn-Anwesen versetzt. Sie hat was getan? Wie soll das denn gehen? Macht euch keine Sorgen um ihn. Wir kriegen das schon hin. Vielleicht die Leiter darunter lassen? Ja. Danke, Manfred. Such dir jetzt irgendeinen sicheren Ort. Da ist die Laterne. Werdet ihr die in ihr gefangenen Geister befreien? Das muss ich. Ansonsten können wir sie nicht zerstören. Wie damals, als ihr die Geister befreit habt, die Hessenkost in dem Anwesen gefangen hielt, das hat euch enorm viel abverlangt. Ich muss es versuchen, Rook. Emrich! Es sind zu viele gefangene Geister! Es tut mir leid, ich kann nicht! Ein weiterer Energiestoß könnte mein Ende bedeuten. Feigling!
Was ist los, Volkaren? Traut ihr euch nicht, dem Tod ins Auge zu blicken, um eure kostbaren Geister zu retten? Trotz all eurer großen Worte hatte nur ich den Mut, für unsere Kunst mein Leben zu riskieren. Er hat doppelt so viel Rückgrat wie ihr. Oh, wie ich sehe, hat Volkaren also tatsächlich ein Liebchen gefunden. Johanna, hört mir zu! Ihr habt recht! Ich fürchte das letzte Dunkel noch immer. Und mir fehlt eine Freundin, die das nicht tut. Ja, der ewige Idealist. Es tut mir leid, dass ihr kein Licht werden konntet. Ich schwöre, ich hätte euch dabei geholfen, einer zu werden. Aber diese Kreatur wie eine Puppe zu kontrollieren... Puppe? Puppe? Ihr denkt, ich bleibe ein gescheiterter Lich? Ich werde meine größte Schöpfung nicht lenken! Ich werde zu ihr! Ja. Kollegen, lästige Templer, unfähige Rivalen. Ihr alle seid mir lieb und teuer. Und heute Nacht werden eure erbärmlichen Leben meinem Aufstieg dienen. Ihr denkt, ihr könntet mich aufhalten? Sobald ich euch beseitigt habe, werde ich mit meinem Meisterwerk verschmelzen und diese Stadt erobern! Emrich, kann sie das wirklich? Ja! Sie hat vor, die Leben der Leute hier zu nutzen, um vollständig Besitz über ihn zu nehmen. Wir müssten Hessenkost lange genug aufhalten, um die Laterne zerstören zu können. Mit so viel Leben in ihr? Die Rückwirkung könnte... Wir haben keine Wahl. Sobald ich euch erbärmliche Wichte vernichtet habe, wird meine Vereinigung mit meiner Schöpfung vollendet sein. Was seid ihr doch hartnäckig? Na schön, dann komme ich eben selbst runter. Wird ja auch Zeit. Sein muss, vernichte ich euch eben selbst. Wir können die Laterne nicht zerstören. Dachtet ihr, ich würde zulassen, dass ihr mir schaden könnt? Genug der Spielchen. Eure wertlosen Leben werden zu meinem Triumph beitragen. Was zum Teufel ist das? Sie entzieht uns das Leben. Wir müssen uns Schutz suchen. Okay. Befreien? Nein, es könnte mich bei dem Versuch töten. Jedes lebende Wesen, das sich ihr nähert, wird... Manfred, komm zurück! Irgendwelche letzten Worte, bevor ich... Fred!
zeig dir, was ein wahrer Nekromant kann. Hier, gefangene Geister. Nacht und Schatten. Licht und Blut. Was macht ihr da? Lockert eure Ketten. Lasst das Nichts heran. Das schafft ihr niemals, ihr alter Narr. Ich setze euch frei. Nein, ihr Kleingeistiger. Emrich, ist mit Manfred alles in Ordnung? Wir müssen in die Nekropole. Das alles war zu viel für seinen Körper. Aber ich hatte ihn unterschätzt, Rock. Das Herz dieses Toten war so voller Tapferkeit. Und wie er sich entwickelt hatte, dass er sich mir widersetzt hat, war wundervoll. Er war am Ende eine eigenständige Seele. Könnt ihr ihn zurückholen? Ich werde fragen. Emrich Vulkarin, wir haben nicht so früh mit euch gerechnet. Wenn ich euch irgendwie helfen kann... Danke, aber das muss von mir kommen. Mein Lord, ich bin wegen Manfred hier, meinem gefallenen Gefährten. Ja, es ist möglich, seine Seele zurückzuholen. Doch solltet ihr euch dafür entscheiden, bleibt euch das Lichttum verwehrt. Was? Wieso? Das Lichttum ist lang. Wenn ich über dem Tod stehen will, muss ich meinen Frieden damit machen, dass andere die Schwelle überschreiten. Was würde sonst aus uns werden? Wie viele Ausnahmen bräuchte es bis zur Tyrannei? Holt ihn ins Leben zurück und bleibt sterblich. Oder lasst ihn ruhen und schließt euch uns an. Emrich. Es war Manfreds Entscheidung, uns zu helfen. Bin ich zu schwach, um zu akzeptieren, dass er jetzt seine wohlverdiente Ruhe findet? Ich sehne mich nach dem Lichttum, Rock. Nach diesem Übergang in etwas Größeres, in jenes ewig währende Licht. Belebe ich ihn wieder und sterbe eines Tages? Oder ehre ich den Tod, indem ich ihn ruhen lasse und beschütze diese Welt durch meine Unsterblichkeit? Sterblich zu bleiben ist ein hoher Preis, aber ihr würdet Manfred vermissen. Natürlich würde ich das. Eine Wache sollte allerdings besser damit umgehen können. Mit Verlusten, mit Trauer, mit der Angst vor dem eigenen Tod. Ihr seid mutiger, als euch selbst klar ist, Emrich. Ihr riskiert ständig euer Leben. Im Kampf gegen Hessenkos, gegen die Götter. Der Abgrund des Todes weicht immer dann zurück, wenn man jemanden hat, für den man ihm trotzt. Ich glaube, es gibt viele Dinge, denen ihr euch leichter stellen könntet, wenn Manfred zurück wäre. Oh, er war so furchtlos. Und in ihm steckt so viel Potenzial, Rook. Er kann sich noch so weit entwickeln. Dann helft ihm dabei. Ihr habt vollkommen recht. Tun wir es. Keine Sorge, Manfred. Du bist schon bald wieder unter den Lebenden.